Ja, hallo alle zusammen zu dieser Sonderfolge. Und zwar geht es heute um die Frage, was ist eigentlich ein Multiplexer? Und diese Frage hat im Prinzip die Sandra Cho unter einem meiner Videos gestellt vor ein paar Tagen. Und hier kommt jetzt die Antwort. Dazu erstmal zwei Dinge, Sandra. Auf der einen Seite, sehr gerne mache ich ein Video dazu. Und auf der anderen Seite, du kannst mich auch gerne duzen. So, ich habe jetzt den Untertitel gewählt. Was hat das Ganze eigentlich mit dem Kino zu tun? Wir werden sehen, das ist vor allen Dingen eine Merkhilfe, weil es ja so viele verschiedene Typen gibt. Es gibt Gatter, es gibt Flipflops, es gibt Multiplexer und irgendwie sehen die alle ganz schön ähnlich aus. Und deswegen habe ich jetzt mal versucht, für euch Multiplexer, man kennt auch ein paar Namen wie Cineplex oder so, das sind typische Kinonamen, mit der Metapher Kino zu verbinden, weil man das dann sich eigentlich einfacher merken kann. Das ist die Idee dahinter. Und ihr werdet auch gleich sehen, wie man sozusagen diese Merkhilfe aufbauen kann. Ich starte einfach mal direkt mit einer kleinen Schaltung. Und das ist ein solcher Multiplexer, wenn auch ein sehr kleiner. Okay, was sehen wir denn hier? Also wir haben grundsätzlich zwei Und-Gatter, ein Oder-Gatter und ein Nicht-Gatter. So, dann haben wir einen Ausgang. Wir haben zwei Eingänge und ein Schaltsignal. Okay, das sind die grundsätzlichen Bausteine. Und was wir jetzt mal machen können, wir können mal sozusagen Strom auf die beiden Eingänge schalten und sehen jetzt Folgendes. Hinten, der Ausgang ist jetzt auch mit eingeschaltet. Aber wenn man mal genau hinschaut, macht irgendwie der Eingang 1 überhaupt nichts. Also der Eingang 1 ist zwar eingeschaltet und da fließt auch ein Strom, aber nach dem Und ist davon nichts mehr da. Auf der anderen Seite können wir sehen, dass oben der E0, also der andere Eingang, der ist auch eingeschaltet. Und eigentlich sorgt nur der dafür, dass hinten am Ausgang auch was anliegt, weil das obere Und-Gatter ist sozusagen jetzt eingeschaltet, daher auf der oberen Leitung Strom fließt. Und auf der unteren nicht, aber dafür kommt ja nochmal ein Nichtgatter davor. Und dieses Nichtgatter invertiert sozusagen das Signal. Und deswegen wird dann und eingeschaltet durch dieses Nichtgatter, obwohl davor eben eigentlich kein Strom fließt. Oder eben Strom in niedriger Spannung, wenn man es konkret präzise machen möchte. So, das heißt also, wenn wir jetzt den E1 ausschalten, hat sich nichts geändert. Was genau tut das Ding dann? Na, wir können mal was anderes probieren. Wir können mal den S0 mit einschalten. Dann müsste sich ja vermutlich irgendwas ändern. Und ja, tut es. Jetzt sehen wir, dass sozusagen der obere, der E0, sich einfach verliert. Warum? Weil jetzt auf der zweiten Leitung, die diesen oberen Nichtgatter trifft, Strom fließt und damit kann das Und-Gatter dahinter niemals ein sein. Das heißt, dahinter fließt nie ein Signal. Damit haben wir sozusagen das Signal, das von E0 kommt. Ist einfach überflüssig. Okay, was heißt das jetzt? Wir haben herausgefunden, dass dieses S0, also dieser Schalter sozusagen, eine ziemlich wichtige Eigenschaft hat. Die sagt uns nämlich, welches von beiden Signalen wir weiterreichen wollen. Das heißt, wenn wir S0 ausschalten, ist A, also der Ausgang, immer genau dann an, wenn E0 an ist. Also ich schalte nochmal hier alles ab. Jetzt ist natürlich A auch nicht an. Und sobald E0 an ist, dann ist A an. In anderen Worten reichen wir das Signal jetzt weiter. Wenn S0 eingeschaltet ist, also quasi unser Schalter umgelegt ist, passiert etwas Ähnliches. Dann ist A genau dann an, wenn E1 an ist, weil der obere einfach keine Wirkung mehr hat. Und das ist jetzt auch die Grundlage für unsere kleine Merkhilfe. Also stellt euch vor, ihr seid im Kino und da gibt es jetzt zwei verschiedene Säle mit verschiedenen Filmen, E0 und E1. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, welchen von beiden Filmen ihr sehen wollt. Das heißt, ihr habt irgendwie eine Entscheidung, um zwischen einer Menge von Eingangssignalen, also ihr könntet jetzt Spider-Man schauen oder ihr könntet Batman schauen, werdet ihr euch ein Signal aussuchen, einen Film aussuchen und den werdet ihr schauen. Also, das ist sozusagen jetzt die Wahl des Eingangs in dieser Metapher
und der gewählte Film fließt sozusagen zum Ausgang. In anderen Worten, wenn ihr jetzt Multiplexer hört, könnt ihr an Kino denken, dann merkt ihr euch, okay, da muss ich aus verschiedenen Filmen einen wählen und den kann ich dann sehen. Und ungefähr das macht auch ein Multiplexer, nämlich aus einer Menge von Eingangssignalen eins aussuchen und das wird durchgereicht. Ja, ich hoffe, das Ganze hat wenigstens ein bisschen geholfen. Wenn irgendwelche Fragen sind, könnt ihr natürlich wie immer unter das Video kommentieren. Und wenn ihr andere Fragen habt zu anderen Themen, so wie die Sandra Show jetzt zu diesem Thema, könnt ihr es natürlich auch fragen und ich schaue mal, was sich da machen lässt. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.